So, hallo Leute, heute ein Video über, Bushcraft, Ausrüstung, Outdoor-Ausrüstung. Was verstehe ich jetzt unter Bushcraft? Bushcraft ist einfach nur mal in die Natur gehen, ein bisschen die Natur genießen, sich einen Kaffee oder eine Suppe kochen an einem schönen Fluss. Und das war es eigentlich, einfach nur mal rausgehen, frische Luft. Und Natur, wie man es jetzt hier so recht schön sieht. Der Herbst ist da, aus Bruni. Ja, jetzt werde ich immer wieder gefragt, was braucht man dafür. Wichtig ist erst einmal nur eins, dass man erstmal schaut, ob das überhaupt was für einen ist. Wenn man sagt, ich habe einen nassen Hintern, mir ist kalt, das ist einfach nicht meins. Und man hat dann einen Haufen Geld investiert, ist das immer Quatsch. Man soll erstmal schauen, probieren, bevor man anfängt. Jetzt habe ich gesagt, okay, was braucht man jetzt, wenn man es einfach erstmal ausprobieren will, so als Basis. Muss man auch nicht viel Geld ausgeben, gerade für jüngere Leute oder jemand studiert oder man hat nicht ganz so viel Geld zur Verfügung. Habe ich jetzt einfach mal so ein Basisset zusammengestellt. Fangen wir einfach mal außen an. Ich brauche keinen Felkraven Riesenrucksack für 200 Euro, wenn ich ein bisschen spazieren gehe auf gut Deutsch und mich mal irgendwo hinsetze und mir einen Kaffee mache oder einfach die Natur genieße. Von der Kleidung her zieht es das an, was ihr habt. Das kann auch eine Jeans sein, je nach Wetter halt einfach angepasst. Fangen wir jetzt mit dem Ding mal an, was brauchen wir? Einfach irgendwie eine Tasche, einen kleinen Rucksack. Hier zum Beispiel so ein Ding kostet 5 Euro. Das reicht absolut für den Anfang zum Schauen. Was tut man da jetzt rein? Wichtig erstmal Wasser, also irgendeine Trinkflasche. Die gibt es hier 5 Euro, 3 Euro, ist wurscht. Irgendein Gefäß, ihr könnt die PET-Flasche nehmen aus dem Supermarkt, die reicht vollkommen aus. Wasser ist schon mal wichtig, wenn man wandert, unterwegs ist, hat man Durst, dann muss man was trinken. Also Wasserflasche. Dann, wenn man sagt, okay gut, ich möchte mir jetzt irgendwie einen Kaffee oder was kochen, wäre einmal halt eine feste Edelstahl-Blechtasse nicht schlecht, da kann man sich Sachen drauf warm machen. Man braucht dann nicht viel mitnehmen, das reicht also. Und man braucht natürlich irgendwas, wo man es drauf warm macht. Klassiker schlechthin, haben wir auch wieder 5 Euro. Sind wir schon bei 15. Entweder so ein Trangia, da kann ich mir aus einer Blechdose ein Gestell bauen oder ich stelle ihn hin und stelle mir irgendwie 3-4 Steine außen rum und stelle dann meine Dose drauf. Das reicht. Trangia kosten auch 3-4 Euro. Vielleicht dann noch Brennspiritus, eine große Flasche kostet 1,20 Euro, 2 Euro. Eine kleine Flasche, wo man drin aufbewahrt, wäre die eine Möglichkeit. Die andere, es gibt so Notkocher, Behelfskocher hier, der Schweizer M71, der reicht auch erstmal vollkommen aus. Da kann ich mir 20 Suppen drauf kochen. Da ist erstmal alles so dabei. Das reicht also vollkommen, um sich irgendwas warm zu machen. Also kann ich schon mal was zu trinken. Kann man mit dem Blechbecher auch mein Wasser abkochen, wenn ich irgendwo eins habe. Also das reicht schon mal völlig aus. Dann sind wir vielleicht irgendwo bei 20 Euro. Noch einen kleinen Becher, wo man dann, da bin ich immer ein Fan von, einen zweiten kleinen Plastikbecher, ist auch wurscht, wo man sich das heiße Zeug reinkippen kann, dass man nicht die heiße Tasse in der Hand hat. 1 Euro, 2 Euro. Halt dann ein bisschen was zu essen, Tütensuppe, fertig. Ja, was soll man jetzt fürs Messer ausgeben? Man kann jetzt, wenn man sagt, okay, gut, man nimmt viel her, gibt man halt viel Geld aus. Wenn man sagt, ich möchte es einfach mal nur ausprobieren, reicht so ein 10 Euro Messer. Hulterfors, Mora, wie sie alle heißen, sind für den Anfang vollkommen ausreichend. Ich kann damit irgendwas schnitzen. Reicht vollkommen aus. Wie gesagt, man muss jetzt da keine Axt mitschleppen, weil in unseren Wäldern findet man wirklich genug Holz, dass man da nicht unbedingt spalten muss. Also das reicht erstmal für den Anfang vollkommen aus. Sind wir vielleicht irgendwo bei 30 Euro. Und das war es eigentlich schon. Man kann dann natürlich noch hergehen und sagen, gut, ich hole mir so einen Feuerstarter. Die kosten auch um die 10 Euro im Schnitt. Man kann halt dann anfangen zu üben, Feuer machen an irgendeiner Stelle. Es gibt genug Grillplätze, da gerät man auch nicht mit irgendeinem Förster oder irgendeinem Jäger aneinander.
oder irgendeinem Naturschützer. Das reicht also, wie gesagt, völlig aus. Ich sage mit dem Ding, dann kann man so ein bisschen üben, schauen, aha, ist das was für mich? Oder nehme ich lieber die Streichhölzer her? Ja, das war es eigentlich schon. Meiner Meinung nach reicht das für den Anfang völlig aus, um erstmal zu schauen, ob das ein Hobby ist, das einem gefällt und passt. Und dann kann man immer noch aufstocken, sagen, ich hole mir was für die Übernachtung oder keine Ahnung, sonst was. Also erstmal ausprobieren, weil das Spinnen fängt man danach von alleine an. Und dann kommt ein drum zum anderen. Aber vom Prinzip war das, was ich jetzt gezeigt habe, für den Anfang zum, ja, ich sage jetzt mal zum Üben, zum Ausprobieren, ob das was für einen ist, reicht das vollkommen aus. Ja, das war's. Bushcraft Basic oder Anfängerset. Was brauche ich? Nicht viel. 30, 40 Euro investieren, wenn überhaupt. Das reicht vollkommen aus. Dann hat man eigentlich schon so alles beieinander, was man braucht. Ja, das war's. Vielen Dank. Macht es gut. Euer Waldläufer. Thank you.